So, hallo. Für kurze Strecke nimmt man das Fahrrad. So, hallo. Hier haben wir eine Vorderachse. Da braucht man die Achsschenkelbolze. Guck mal, das ist die Achse hinten. Hört sich das? Die ist locker. Die Sicherungsbleche sind da drin und ist trotzdem locker. Sehen Sie das? Okay. Jetzt da hinten, die Achse ist mit zwei Schrauben fest und die ist locker. Also die Achsschraube, aber die müssen beim Kundendienst immer nachgezogen werden. Das wär dann wichtig. Da kriegt ihr gleich ein Programm daher. Die Gummi brauche ich, ja. Die habe ich alle bestellt. Und die haben wir sogar nicht da, aber nicht bestellt. Jetzt ist die Frage, jetzt, was machen wir? Machen wir jetzt unten bloß neue Mutter rein? Dann probieren wir erst mit neuen Mutter. Gehen die da ausreichend? Ja, aber die Gummi. Weil dann machen wir nämlich die Achse komplett aus. Ja, die Gummi sind ja da. Und vom unteren Querlenker die zwei Anschlaggummi, da habe ich bloß drei. Ja, deine noch, muss ich rausholen. Also die Gummi müssen immer alle neu von gemacht der werden. Stabi, Die müssen wir auch nehmen. Die brauche ich neu. Ja. Die kann ich abschneiden. Ja, abschneiden. Die schraube ich noch aus. Ja, oft hast du große Lenkung. Da ist ein Aufriss drin, da in der Lenkungsbefestigung im Rahmen. So, nur ganz kurz. Sehr schön. So, hallo. So ungefähr sieht es aus, wenn die Luftfederbälge neu drin sind, der Achsschenkel neu ausgebüxt ist. Also Teilreparatur da hinten. Dann geht es morgen weiter. Es ist eine Reparatur drin, keine Restauration. So, das wollte ich bloß noch schön zeigen, dann geht es nicht unter. Schön 109er. Dann hat man die Bremsscheibe auch noch neu gemacht, weil die ja auch noch eingelaufen waren. So dahin. So kommt halt immer eins zum anderen, gell? Also schön war's, das kann man irgendwo mit einbauen.